Hallo liebe Leute, heute probieren wir den Dutch Ofen aus, und zwar den Brot Dutch Ofen von Funkenflug. Ich habe den gestern bekommen, heute habe ich Teig vorbereitet und wir starten gleich auch mit dem rohen Teig. Verfrachten den erstmal in den Gärkorb, lassen den noch ein bisschen ziehen und von da aus wandert er in den Dutch Ofen, von da aus dann in den Backofen. Wie ihr seht, habe ich den Backofen auf Ober- und Unterhitze eingestellt und 200 Grad vorgewählt. Setze dann den Dutch ohne Inhalt in den Ofen und wärme den schon mal so weit vor, dass der Teig sich nachher nicht erschrecken wird. So, den Dutch habe ich jetzt auf 200 Grad vorgeheizt. Wir nehmen uns jetzt das Brot aus dem Gärkorb. Vorsichtig. Legen es in den vorgewärmten Dutch und schneiden es kreuzförmig ein. Dann lege ich den Deckel wieder drauf. Dafür sind auch die Handschuhe ganz gut. Nochmal danke an Funkenflug und befördere den Dutch, so wie er ist, einfach wieder in den Backofen. Der Dutch befindet sich nun circa eine Stunde im Backofen, das Ganze bei 250 Grad. Mal schauen, was daraus jetzt geworden ist. Wir sind da mal guter Dinge. So, liebe Leute. Dann gucken wir mal, was aus diesem netten Teil geworden ist. Ich bin selber gespannt, freue mich auf das Ergebnis und würde sagen, es dampft und es sieht fantastisch aus. Guckt euch diese Kruste an. Hervorragend. Nun ist es soweit, das Brot ist einigermaßen abgekühlt und jetzt kommt der große Tag mit dem Anschnitt. Wir probieren. Und ich würde sagen, das sieht gut aus. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Geiles Ergebnis.